Die Matrix von Chondriten ist äußerst feinkörnig. Wenn man mal Glück hat, vielleicht 10er Mikrometer, meistens aber Mikrometer, in Teilen sogar Submikrometer. Da ist es sehr schwierig, die sich gut anzuschauen mit einer hohen Auflösung. Und wenn man das macht, dann muss man die Analytik so einstellen, dass man oftmals die Zusammensetzung überhaupt nicht mehr bestimmen kann. Das heißt, wenn man ein schönes Bild der Matrix hat, hat man eben ein schönes Bild der Matrix, aber man kann oftmals nicht mehr wirklich die einzelnen Minerale da drin analysieren, was natürlich sehr schade ist. Daher werde ich auch im Folgenden oftmals Bilder zeigen, die mehr qualitativ sind als quantitativ. Das erste Bild hier ist noch nicht Matrix hoch aufgelöst, sondern einfach nur mal unter dem Mikroskop. Und das sind alles einzelne kleine Bröckchen, die aus einer Matrix herausgebrochen wurden. Jedes dieser Bröckchen selbst besteht aus tausenden, Millionen einzelner Matrixpartikel. Das ist nur mal zu zeigen, wie so eine Matrix lichtoptisch aussieht. Dann zunächst mal die CI-Chondrite. Wenn man sich die anschaut, schaut man eigentlich sowieso immer nur Matrix an, weil CI-Chondrite zu 99% aus Matrix bestehen. Hier oben ist mal relativ hoch aufgelöst mit einem Mikrometer hier unten. Und wenn hier Chip steht, dann ist immer so ein kleines Bruchstück. Also es sieht so sehr körnig aus und das Material dazwischen ist fast irgendwie sowas wie amorph oder so. Dann kann man, wenn man nicht so eine ganz hohe Auflösung nimmt, kann man hier so erkennen, gibt es mindestens so Nester von Magnetit. Das alles dazwischen ist praktisch das Feinkörnige von hier oben. Das sind Silikate, wie in anderen Meteoriten auch, hauptsächlich eben Olivin und Pyroxen. Dann gibt es noch teilweise Oxide oder auch Magnesiumsulfate, die können dann auch gerne mal sekundär sein. Das hier ist Iwuna. Iwuna ist ja der Typmeteorit, der CI-Chondrite I steht für Iwuna. Dann Ogoe ist auch ein relativ bekannter CI-Chondrit, weil es von dem relativ viel gibt. Auch da sieht man diese enorm feinkörnige Struktur hier, einzelne Calciumsulfate, Adern von Carbonaten. Ogoe ist ein bisschen verwittert, das kann auch gern daher kommen. Hier ist das Ganze mal ein bisschen hoch aufgelöst, hier ist auch ein Mikrometer, da sieht man so ein Magnetit mit so schönen Kristallflächen auch und da sieht man immer dieses amorphe Material hier dazwischen und so Anfang, Beginn des Kristallisation von auch irgendwelchem Material, vermutlich auch Silikate. Und ein letzter davon ist Alais, da sieht man so ein Magnetitnest hier mal, die wirklich sehr häufig sind im Ganzen, die können auch so spherolytisch aussehen, das sind die so ganz feinkörnig, wie so eine Art Wuschelkopf sehen die dann praktisch aus. Dann CV-Chondrite, das sind jetzt keine Chips hier, das ist ein Dünnschliff hier, das kann man gleich weglassen. Hier kann man auch tatsächlich einzelne Minerale unterscheiden, das hier sind alles Olivine, das hier sind oftmals Feldspäte, wie gesagt, das sind Olivinkörner, Allende, aus dem das Bild hier kommt. Allende ist ein Meteorit, der hat sehr große Matrixkörner, einer der wenigen. Also da können die Matrixkörner wirklich 10er Mikrometer sein, da kann man die natürlich auch super messen. Aber dazwischen, was das dazwischen ist, das wird schon schwieriger. Das sieht auch wieder teils nach amorphem Material oder sonst irgendwas. Das Helle können Sulfide sein. Das Mokoya hier sieht sehr ähnlich aus. Hier auch sehr viel Olivin, doch mal sowas wie Sodalit oder sowas. Und eben auch hier wieder Sulfide. Ganz ähnlich hier in Vigarano, da hat man auch mal so ein Olivin mit einem Sulfid in der Mitte. Also er wird ja richtig umschlossen. Und hier in Leoville sieht auch wieder ähnlich aus. Das ist dann wieder ein CV-Chondrit, aber diesmal eben tatsächlich ein Chip und kein Dünnschliff. Und da kann man sehr schön die einzelnen Minerale sehen. Und da kann man auch wirklich sehr schön sehen, wie das einzelne Platten von Mineralen oder sonst irgendwas sind, die da so, ineinander einfach wie irgendein Sediment oder Konglomerat verkeilt sind. Da kann man auch hier sehen, das sind vielleicht Olivine mit irgendwelchen kleinen Einschlüssen drin oder sowas. Hier das gleiche wieder. Hier ist mal Vigarano. Vigarano scheint ein bisschen mehr vielleicht alteriert zu sein. Da ist noch irgendwie so ein Material dazwischen. Das gleiche auch hier in Efremovka. Dann hier ein CO-Chondrit. Und da kann man relativ, das ist eine sehr lustige Struktur hier. Die ist sehr wahrscheinlich aus irgendwelchen Fluiden ausgefallen oder sowas. Also das ist eine Alteration, die man hier tatsächlich sieht. Hier unten ist es ein Teil, das ist der gleiche Meteorit, das ist Felix, da nochmal Felix. Hier ist eine Olivine drin, einzelne Bruchstücke. Das ist ein Teil, der weniger alteriert ist. Oder hier in dem CO, da kann man richtig einzelne Wachstumsstufen sehen von diesen, wahrscheinlich in dem Fall auch wieder Olivinen. Aber wie gesagt, die kann man dann nicht mehr wirklich messen, weil einfach die Auflösung zu hoch ist. Wie gesagt, wir haben immer einen Mikrometer, das heißt, alles, was wir hier angucken, sind alles Strukturen, die im Nanometerbereich sind. Murchison, der ist sehr alteriert. Da kann man hier sehen, hier ist dann so Silikat und da außenrum so Eisen, Schwefelmaterial. Das kann auch oftmals, das kann schon hydratisiertes Material sein.
Und hier in Murray zum Beispiel hat man einen größeren Oxid drin in dem Ganzen, aber auch alles super feinkörnig. Ja, hier unten, wie man sieht, ein Mikrometer ist die Größenskala. Auch hier alles kleinste Partikel, die einfach aggregiert sind und zur Matrix dann sich verbunden haben. Ein CR-Kontrit, das ist hier auch wieder ein Dünnschliff, das sind einzelne, das sind meistens irgendwelche Sulfide oder hier, das sieht auch relativ nochmal überprägt aus, das Ganze. Wie man es auch in dem Alarais hier sehen kann, das sind eher hydrothermale Strukturen, die man da erkennen kann. Das ist nicht mehr einzelnes Feinkörniges mit Hohlraum dazwischen, sondern hier ist alles ausgefüllt, weil es vielleicht rekristallisiert ist bei irgendeiner Alteration. Hier auch nochmal so ein Magnetitkorn, wie gesagt, die kann man relativ häufig finden. Asphär-094 ist einer der primitivsten Kontrite, die man so hat. Und gerade im Speziellen auch die Matrix, da findet man zum Beispiel sehr viel präsolare Körner, die gerne dann zerstört werden, wenn der Meteoritmutterkörper alteriert wird, thermisch oder auch wässrig. In Asphär-094 findet man sehr viel präsolare Körner. Und da würde man vielleicht noch am ehesten denken, vielleicht ist das interstellares, ähnliches Material oder sonst irgendwas. Also super, ja, das hier ist ein Mikrometer, das heißt, diese kleinen Winzkörner hier, das sind alles Mikrometer kleinste Staubkörner. Wie gesagt, die lassen sich jetzt nicht mehr analysieren. Wenn ich die ganze Zeit sage, die lassen sich nicht analysieren, ist das halb richtig. Man kann hier mit Transmissionselektronenmikroskop rangehen, dann kann man die alle sehr wohl analysieren. Bloß dann kann man sie nicht mehr so in der Form abbilden, weil also diese TEMs, Transmissionselektronenmikroskop, die haben eine Auflösung von nur noch Nanometern, da sieht man alles das nicht mehr. Aber dann kann man auch sehr schöne und sehr gute Analysen machen. Also wenn ich davon rede, dass nicht mehr analysieren kann, mache ich das hier, wenn man mit Sekundärelektronenmikroskop rangeht oder mit dem Rasterelektronenmikroskop. Das ist nur mal zum Vergleich. Wenn ich mal sage, wir haben hier diese Chips, die brechen wir auseinander, dann kann man sagen, ja, vielleicht ist alles, was man an kleinen Körnchen sieht, nur wenn man es auseinanderbricht. Deshalb hier mal terrestrische Gesteine, also so sieht ein Granit aus. Bestimmt nicht, wie man den Meteorit sieht. Bei so einem Basalt könnte man schon denken, also wenn es ein Basaltstück ist, ein Basalt, der ist auch nicht so gekörnt. Also ein paar von diesen Körnungen, die man vielleicht sieht in diesen Chips, die ich gezeigt habe, kann auch durch das Brechen selbst kommen. Dann kann es auch immer noch sein, dass man, wenn man einen Dünnschliff poliert, dass man vielleicht ein bisschen die Polierpaste des Aluminiumoxid, und zwar genau das hier, so sieht das aus. Also wenn man diese Struktur erkennen würde, dann würde man vielleicht die Aluminiumpaste angucken. Deshalb ist es ganz gut, sich das anzuschauen. Dann das sind so Stäube, die durch experimentell erzeugt werden, also oder Asche mehr, die experimentell erzeugt werden, aber das hat jetzt nicht ganz so viel Ähnlichkeit mit dem, was man hier tatsächlich beobachtet. Und das soll, wie gesagt, nur ein kleiner Überblick geben, dass man überhaupt weiß, wie die Matrix von Meteoriten aussieht.